Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir am Freitag, also heute, das neue Steelbook von Moonfall gegönnt bei Müller und habe das für 24,99 bekommen, beziehungsweise ich hatte einen 10%-Gutschein vom Rossmann bekommen und habe den quasi nur 22,50, glaube ich, gezahlt. Also ein bisschen günstiger und so weiter. Genau, ich weiß, es ist ein Film, da scheiden sich die Geister. Es gibt Leute, die finden den total blöd und was weiß ich. Aber ich fand den einfach damals, also im Kino, ich habe ihn auch im Kino gesehen und mir hat er damals irgendwie voll gefallen. Ich weiß auch nicht, ich mochte die Schauspieler, die Halle Berry, die finde ich super. Und der Film hat einfach eine schöne Stimmung einfach erzeugt, finde ich. So, hier kurz die J-Card, glaube ich, ne? Oder C-Card. Genau, hier haben wir es quasi. Schauen wir mal hier unten. Genau, der gute Film ist 130 Minuten lang. Das Bonusmaterial sogar fast 100 Minuten. Bitformat 240:1. Ton ist Deutsch, Englisch in Dolby Atmos und mit deutschen Untertiteln. Sehr, sehr gut. Bonusmaterial Features Against Impossible Odds, Making Moonfall. Ich glaube, da hatte ja, glaube ich, der Emmerich, glaube ich, auch Probleme, das Finanzierung zu bekommen. Ich glaube, da hat er viel, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, was viel aus China, glaube ich, bekommen. Viel Geld. Weshalb er, glaube ich, auch die Storyline mit der Asiatin, mit der jungen Chinesin drin haben musste. Aber gut, warum nicht? Dann Sounds of the Moon, Exploring the Moon, Past, Present and Future, Dr. C.K. Houseman Speaks the Truth. Also allerhand Sachen. Bin ich echt mal gespannt. Genau. So, dann schauen wir uns mal das schöne Steelbook an. Genau, es gibt ja noch, soweit ich weiß, ein Alternativ. Hoppala. Eine Alternativversion, glaube ich, im Ausland, die, glaube ich, ein bisschen schicker finde. Ich glaube, das ist hierzulande die normale 4K Amari, glaube ich. Die quasi gibt es auch noch im Steelbook. Aber ich finde das hier auch eigentlich ganz schick. Das finde ich sogar noch mal einen Ticken besser, die Rückseite sogar. Aber die kann man ja so hinstellen, wenn man das haben möchte. Genau, sieht auch scheinbar dellenlos aus. Keine Dellen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil der Overlay quasi hier, der war schon so eingedrückt. Aber das war quasi nur die Pappe. Genau, da haben wir noch die Öffnung des Mondes. Spoiler, Spoiler. An sich finde ich es ein bisschen, also das finde ich viel schöner. Ich werde es wahrscheinlich mir so hinstellen. Vorne finde ich es ein bisschen unspektakulär. So, und hier drin haben wir jetzt dann die schöne Disc hier. Ja, kann man eigentlich nicht meckern. Der Mond natürlich bildfüllend oder diskfüllend drauf aufgebracht. Und hier noch ein farbiges Inlay. Oder farbiger Innendruck. Klar besser als nichts, aber ich finde es auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Also hätte man vielleicht noch was Cooleres nehmen können, ehrlich gesagt. Aber jetzt auch nicht schlecht. Also, naja. So. Ich weiß nicht, habt ihr den Film vielleicht mal gesehen, damals im Kino? Ich fand ihn, wie gesagt, ganz cool. Ist natürlich jetzt so ähnlich wie Top Gun eigentlich auch, ne? Ein bisschen hören aus und einfach genießen, finde ich. Also ich war jetzt vor kurzem Top Gun 2 und der war quasi auch so ein Film, fand ich jetzt. Klar, mein Gott, kein Meisterwerk inhaltlich, aber einfach Spaß haben im Kino, gehören draußen lassen und einfach nur gucken und Spaß haben. Und so empfand ich das bei Moonfall eigentlich auch. Und deshalb freue ich mich, den jetzt einfach nochmal zu sehen, die Tage. Und ja, und hoffe, das kleine Boxing hat euch gefallen. Und wenn ihr irgendwas zur Version wissen wollt oder senflos werden wollt, eure Meinung, dann gerne her damit. Ich finde wirklich eigentlich die Rückseite viel, viel schöner als die Vorderseite. Ja, das sieht eher, ja, ein bisschen schade. Irgendwie fehlt was, ne? Also irgendwie, finde ich, hätte man durchaus mehr rausholen können aus dem Ganzen. Vielleicht sogar hier den Schriftzug drauf, ein bisschen vielleicht geprägt oder sowas, ne? Aber na gut, trotzdem ganz schick. Super. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.